Yo Leute, ich bin's mal wieder, Yannick. Ich mache jetzt bei der Nekot-Katze den Kepadrom mit meinem super schönen Vivan Agito G und Kushala X. Ich grüße ganz herzlich Akanta Krillan, Lager Schlachter, The PM Hunter, Monster Killer Karazan, Black Diablos 100, Da Ace, MHFU Bande und Black Hand Kommando. Macht super Let's Plays. Yo. Falls ich irgendwie vergessen habe, bitte nicht böse sein, das passiert schon mal. Oh nein, ein hässlicher Gendrom. Aber das interessiert mich jetzt im Moment überhaupt nicht. Weil wir ja nicht den Gendrom killen, sondern den Kepadrom. Oh, Kaltgetränk, genau. Es lässt sich ganz leicht überprüfen, ob er hier ist. Nein, doch nicht so leicht. Ah doch, er ist da. Kommst du raus? Nein, natürlich nicht. Der taucht direkt wieder. Und schon ist er draußen. So einfach geht das. Ach, verdammt, daneben. Genau, leider. Warum blockt Steve eigentlich meinen Angriff? Jessica meinen Angriff ab? Was macht denn der? Meine Güte, der soll nicht immer schlagen. Der soll mir mal Zeit geben, ihn richtig anzugreifen, dieses Tier. Genau so muss es aussehen. Ganz hübsch. Ach nein, das war doof. Genau, leider, was das Zeug hält. Ups. Verdammt. Das war nicht so toll. Oh ne, jetzt kommt dieser hässliche Gendroma noch hier hin. Wow. Und schon ist er draußen. Jetzt charge ich mal wieder. Was war das? Wer hat ihn getötet? War es der Gendrom? War es Jessica? War es der Kepalos, der jetzt rauskam? Ich war es auf jeden Fall nicht. Und ich wurde vom Kepalos in dem Moment auch noch weggehauen. Das ist sehr blamierend, zumal ich die ganze Zeit sehr schön Damage bei ihm gemacht habe. Nächstes Mal wird es ein G-Rank, weil der war jetzt auch ziemlich schnell tot. Auf Wiedersehen, Leute.